Willkommen in der Garage und zu einem niegelnagelneuen Video. Heute machen wir was ganz Schnelles, Einfaches. Und zwar, weiß nicht, ob du das kennst, du machst ein ganzes Hähnchen für die Familie und am Ende versuchst du es alleine zu essen und schaffst es nicht, weil alle anderen haben schon gegessen. Ich habe jetzt dieses halbe Hähnchen übrig, die andere Hälfte habe ich gegessen, ein bisschen Brust noch übrig von der anderen Hälfte, das war 1,6 Kilo Maishähnchen, wunderbare Sache. Und es ist mega lecker. Aber was macht man jetzt damit? Man kann es über Tage das sich nochmal aufwärmen und dran rumknabbern oder man macht einfach ein Hühnerfrikassee draus. Ich liebe Hühnerfrikassee. Ganz oben bei mir auf der Liste Hühnerfrikassee. Das könnte ich mich reinsetzen. Richtig geil. So, und wir machen ganz schnelles. Das heißt, wir kommen abends nach Hause, haben die Reste übrig und wollen einfach ganz schnelles Hühnerfrikassee machen. Wie es geht, wie es funktioniert, habe ich schon gesagt, dass es ein ganz schnelles ist. Ich glaube nicht. Wie es geht, wie es funktioniert, siehst du nach dem Intro. Tu mir noch einen Gefallen und unterstütz mich, indem du diesen Kanal abonnierst. Das hilft mir wirklich sehr. Lass einen Daumen nach oben da, schreib was in die Kommentare. Zum Beispiel, was ist dein absolutes Mega-Lieblingsgericht? Und ich würde sagen, los geht's. Die Zutaten sind echt einfach. Ich habe dieses angefangene Hähnchen, also dieses fertig gemachte Hähnchen, von dem ich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit naschen werde. Es ist mega lecker. Das ist die Hauptzutat, logisch. Und dann wird es richtig krass und jetzt könnt ihr euch aufregen, wie ihr wollt. Ich habe Dosen-Champignons, da sind ungefähr, was sind hier drin, 200 Gramm. 170 Gramm Abtropfgewicht, aber wir nehmen die Brühe mit. Gleich der nächste Aufreger. Die Brühe. Reden wir gleich drüber. Dann habe ich Dosen, Erbsen und Möhren. Es soll schnell gehen. Dosen, nee, Glas, Brühe und, naja, Sahne kriegst du halt im Becher, kannst du selber stampfen, kannst du auch lassen. Und natürlich die obligatorische Zitrone mit dem Zitronenabrieb. Macht ein bisschen Frische ran. Ein Spritzer Zitrone, damit diese leichte Säure auch rankommt. Jo, das ist es schon. Salz, Pfeffer, logisch. Und damit ein bisschen Reis zu und vielleicht was Grünes zum drüberstreuen. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen Schnittlauch habe ich noch irgendwo rumliegen. Das sind die ganzen Zutaten. Mehr ist es gar nicht. Beginnen wir damit, dass wir das Hähnchen runterpulen. Das heißt, ich fange jetzt einfach an, indem ich hier das Fleisch vom Knochen löse. Und am besten packe ich das Ganze mal in eine Schüssel. Hähnchenfleisch sind zusammengekommen und 400 Gramm ist gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ein bisschen grob noch, deswegen, ich habe es einfach runtergenommen, also einfach abgemacht. Deswegen gehe ich jetzt einmal hier mit dem Messer so durch, einmal in die Richtung. Das klang wie ein Knochen, gucken wir gleich mal. Ja, hier ist noch irgendwie, hier ist noch ein bisschen was Festes dran, das kriegen wir aber noch runter. Da war ich ein bisschen hektisch wahrscheinlich, naja, lieber locker vom Hocker als hektisch. Über den Ecktisch. So. Einfach die großen Stücken noch ein bisschen zu hacken. Und so ist das doch schon ganz anständig. Das ist es schon. Vorbereitungszeit fast beendet. Dosen öffnen noch. Naja, das kriegen wir hin. Ein kurzer Umbau und schon kann es weitergehen. Jetzt machen wir die Mehlschwitze. Das heißt, wir machen Butter heiß und kippen Mehl drauf. Das Ganze dient dazu, diese ganzen Flüssigkeiten, die wir haben, zu binden. Also zu einer cremigen Soße zu vereinen. Locke zur Seite. Solltest du jetzt das nicht können, dann kann ich gerne mal extra Fotos über Mehl schwitzen oder von Bindungen. Da können wir auch noch mal machen. Egal. Also Butter rein, 60 Gramm und 60 Gramm Mehl oben drauf. Erstmal die Butter schmelzen lassen und dann, ach, guck das doch einfach an, Mensch. Was red ich denn hier? So, Butter rein. Und die schmilzt jetzt. So, aufpassen, dass die Butter nicht braun wird. Also die soll wirklich hell bleiben, sonst wird es eine dunkle Soße. Jetzt das Mehl drauf und jetzt siehst du schon, das wird eine ziemlich dicke Pampe. Das Ganze bindet jetzt, also macht die Soße dick, mal sagen. Binden ist ja, das klingt immer für einen Laien so wie, ja, was bindet denn das zusammen? Es macht die Soße dick. Deswegen brauchst du jetzt wieder ein bisschen Hitze hier drauf. Die Soße, also die Brühe, die du jetzt drauf kippst, in dem Fall unsere wunderbare Hühnerbrühe, selbst gemacht aus dem Glas. Kippen wir jetzt hier drauf, so ganz vorsichtig, immer so schluckweise. Und dann siehst du schon, wie das jetzt so eine cremige Masse wird. Und solltest du jetzt nicht mit einverstanden sein mit diesen ganzen Dosen, die ich verwende, wieder ein Schluck Brühe, dann habe ich auch ein Video über Hühnerfrikassee, wie man das komplett selber macht, ist hier oben eingeblendet, guckst dir einfach mal an. Und da hast du das Ganze mit frischen Zutaten und noch ein bisschen anders, aber hier einfach eine schnelle Nummer für heimkommen, essen, fertig, Bette gehen. Sieht schon ganz gut aus. Aufpassen, das kühlt natürlich das Ganze runter, deswegen ruhig die Flamme am Herd ein bisschen höher stellen. Das muss heiß bleiben, denn dann erst quillt das Mehl, was hier drin ist, auf. Da siehst du, wie es blubbert. Reicht. Wieder runterstellen, sonst brennt es an. Mehl kann sich unten absetzen am Topf und brennt dann an. Wäre ein bisschen doof. Wir kippen jetzt einfach den Rest rein. Und schön mit dem Schneebesen
verrühren das Ganze. Ist relativ einfach, das dauert jetzt auch wirklich nicht lange. Also, was war das jetzt? 2 Minuten? Wenn die zu dick wird, einfach ein bisschen Wasser oder Milch rankippen. Wenn es zu dünn ist, einfach ein bisschen reduzieren lassen. Also, reduzieren heißt dampfen lassen. Leicht köcheln. Das Wasser verdunstet. Das Dicke bleibt dran. Kommen wir zu unseren wunderbaren Dosenzutaten. Die Brühe hier drinnen kannst du mitverwenden, weil ich finde es relativ lächerlich, die wegzuwerfen und zu sagen, die schmeckt nie. Die Pilze schwimmen da drin. Ja, wie sollen dann die Pilze schmecken? Die schmecken natürlich genauso wie die Brühe. Und umgekehrt schmeckt die Brühe wie die Pilze. Die tauschen doch ihren Geschmack aus. Genau wie wir es im Essen immer machen. Es ist nicht jedermanns Sache, ganz ehrlich. Aber ey, da es mir aber ein bisschen viel Brühe ist, ja, kommt ja die dazu und die. Und ich ja die Konsistenz der Soße schon sehe, würde ich sagen, einen kleinen Schluck gießen wir ab. So, jetzt sieht man hier, wie es ist jetzt nie wirklich viel weg. Einfach mit ran. Wer jetzt der Meinung ist, dass Dosensachen grundsätzlich doof sind, ja, dann ist sie nie. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Es sind, wie hier in dem Fall, dritte Wahlpilze, die würden sonst weggeworfen werden. Also ganz ehrlich, irgendeiner muss es essen. Schön verrühren. Danach kommt unsere Erbsen-Möhren-Mischung. Hier ist nur Wasser, Speisesalz und Zucker dran, also gar nichts Chemisches weiter. Deswegen einfach die Brühe mitnehmen. Und auch hier hat der... Ja, schmeckt nach Erbsen und Möhren. Hat der Geschmack sich einfach ausgetauscht. Wieder ein bisschen verrühren und ein bisschen mehr Hitze rangeben. Denn du siehst, das ist jetzt ein bisschen dünn geworden. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass zu viel Flüssigkeit dran ist, sondern dass das Mehl seine Arbeit dann nie leisten konnte. Also ein bisschen aufkochen das Ganze. Jetzt ist das Ganze ein bisschen dicker geworden. Ich habe immer diesen Löffel von dem Mehl. Siehst, es ist ein bisschen dicker geworden. Und man muss aufpassen, es sackt sofort unten ab und brennt unten an. Deswegen schön vorsichtig mit der Hitze. Langsam erhitzen. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller, weil wir fertig werden. Aber jetzt wird es immer dicker. Deswegen können wir jetzt schon unser Fleisch dazugeben. Was sehr viel ist, aber was soll's. Ganze unterheben. Und auch das Fleisch ist ja kalt, kühlt das Ganze wieder ab. Deswegen wieder vorsichtig erwärmen das Ganze. Und das sieht doch schon ziemlich gut aus. Richtig Pfeffer dran. Ich habe hier bunten Pfeffer. Was natürlich auch noch ran muss, ist eine Prise Salz. Frischer Löffel. Und nochmal rühren. Und siehst, das ist schon schön dick wieder geworden. Fehlt ja noch die Sahne. Jetzt kommen wir zu unserer Zitrone. Und da reiben wir uns einfach mal ein paar Zesten hier ran. Das ist eine Bio-Zitrone. Denkt an die Geschmackserlebnisse. Wenn du eine gespritzt nimmst, siehst du vielleicht bunte Bilder. So, und jetzt diese Zitrone. Wo habe ich mein Messer? Habe ich mir doch ordentlich aufgeräumt. Nochmal so einen Spritzer ranmachen. Wieder umrühren. Und nun kommt die Sahne dazu. Ach, ist das schön. Das ging jetzt echt mega schnell. Guck mal, was das für eine schöne Farbe jetzt kriegt. Schön hell. Natürlich müssen wir jetzt noch mal kosten. Die Sahne mildert das Ganze jetzt ab. Also wenn jetzt eventuell ein bisschen, koste vorher mal, wenn zu viel Salz dran war, dann ändert sich das, sobald die Sahne dran ist. Wieder einen Löffel einsauen. Oh, das ist geil, aber das Salz fehlt jetzt. Pfeffer kann ohne ran. Oh, das ist so lecker. Der dritte Löffel zum Umrühren. Ganz schön ziehen lassen, also Deckel drauf, ganz geringe Temperatur. Darf so ganz, ganz leicht vor sich hin simmern. Darf jetzt nicht, muss nicht kochen, kann, wenn es will. Frag's mal. Das ist schon das ganze Geheimnis. So, ich mache mal noch ein bisschen Reis dazu und dann sehen wir uns beim Kosten wieder. Also ich habe ja noch gar nie gekostet. Bis gleich. Wir sind am Ende angekommen, ich habe mich hingesetzt und ich genieße das jetzt. Das sieht richtig geil aus. Also ich finde, macht auch was her mit dem Schnittlauch drüber, ist es nicht ganz so farblos. Klar, diese Dosenfrüchte sind ein bisschen Früchte. Ich habe letztens schon zu Paprika-Obst gesagt. Ja, dieses Dosenobst ist halt ein bisschen blass. Klar, das liegt ewig in so einer Lauge. Aber guck dir das an, die sieht lecker aus und es ist lecker. Unterstütz mich und abonniere diesen hervorragenden Kanal und ja, lass einen Daumen nach oben da und schreib mal in die Kommentare irgendwas oder lass einfach sein. Ich würde sagen, ich esse jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut! Mmh.